Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Und wie versprochen, ich werde jetzt erstmal in dieser Folge mit meiner Schneeflocke ein bisschen durch die Gegend hüpfen und gucken, ob wir im Sumpf tatsächlich diese Saaten finden, diese X-Plant-Saaten, um eventuell ein bisschen was zu futtern zu haben, um ein Prokopteron zu tamen. Und dann müssen wir natürlich auch was bei einem finden, aber wir müssen ja auch was zum Tamen haben, sonst hat das ja alles gar keinen Sinn. Und da bewegen wir uns mal mit der Schneeflocke, weil die ist natürlich immer recht fix dabei. Und was ich immer zwischendurch mal auch ganz gerne mache, ist immer hier die Viecher angreifen. Weil die bringen natürlich auch immer schön. Oh, da kommt doch ein Mini. Die bringen natürlich immer schön dieses Zeugs. Oh, hier mal sogar ein bisschen Schaden hier. Ha! So, sammeln wir mal ein bisschen rein. Hatte ich jetzt gekillt oder? Oder war die weg? Ne, da liegt glaube ich noch einer. So. Ne, da sieht man ja Cementing Paste. Da haben wir schon wieder 16 rausgekriegt. Jetzt insgesamt haben wir. Na, guck mal, 132 Cementing Paste haben wir jetzt gesammelt und 95 mal. Was war das hier? Chitin. Also, das ist schon üppig. So, nun gucken wir mal, ob wir die Pflanzen hier irgendwo finden. Es kann natürlich auch sein, dass wir die Saaten hier in den normalen, üblichen Pflanzen finden. Das kann natürlich sein. Dass sie halt nur in diesem Gebiet noch zusätzlich zum Loot zu finden sind. Das kann natürlich durchaus sein. Dann gucken wir auch mal. Wir könnten zum Beispiel hier in diese Pflanzen reingucken, ob die tatsächlich sowas beherbergen, aber ja, ist natürlich die Frage, ob man hier nicht einfach mal mit einem Trike mal durchgeht. Kann man hier auch noch was sammeln? Kann man. Einfach mit einem Trike durch und dann mal hier mal abluten, mal gucken. Kann natürlich auch sein. Aber ich befürchte fast, dass das quasi random ist, dass man tatsächlich vielleicht so alle 20, 30 Pflanzen tatsächlich mal hier so eine Saat findet. Oder es gibt tatsächlich auch, warte mal, ich wollte mal auf Melee-Damage gehen, vielleicht spezielle Pflanzen, die sie abwerfen, diese Saaten. Das kann natürlich auch alles sein, ich weiß es nicht. Da ich hier nun zwei Folgen hintereinander aufnehme, kann ich auch nicht in die Kommentare reingucken. Also für den Fall, dass ihr mir Tipps gegeben habt, ich habe sie sicherlich im Nachhinein, habe ich sie garantiert gelesen, aber komm zu mir. Nicht hinter mir. Ups. Da wollte ich gar nicht hin. Alle drei. So, also Cementing Pace. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Frosch zu tamen, dann tut das. Weil das ist ja voll geil. Also wenn ihr jetzt Cementing Pace braucht, dann braucht ihr euch den Mist nicht craften, auf gut Deutsch gesagt. Denn sonst braucht ihr einfach nur mit einem Frosch durch die Gegend. Und ihr seht ja, wie viel Cementing Pace ich da allein schon einsammle. Nur von so ein paar komischen Viechern hier. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, das ist Schilf. Ich weiß nicht, ob man hier bei Schilf, ob man da vielleicht was findet. Da kommt mal wieder eine Boa. Ist da noch was in der Nähe? Komm, wir riskieren jetzt einfach mal. Wir ziehen uns mal ein bisschen was von dem Schilf. Gut, ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich hier pauschal erstmal 10 Samen oder sowas einsammle, aber hallo. Tschüssi. Ja, deswegen bin ich immer ganz gerne mit einem Frosch unterwegs, weil mit einem Frosch ist man wirklich
ratzfatz auch weg, wenn man hier irgendwo was hat. Ich laufe jetzt hier einfach erstmal so ein bisschen durch den Sumpf und gucke mir, ob hier irgendwelche Pflanzen sind, die besonders auffallen, die vielleicht anders sind. Dabei fällt mir ein, kann man eigentlich eine Titanboa tamen? Und wenn ja, warum? Warum sollte man eine Titanboa tamen? Aber ich glaube, naja, reiten kann man sie wahrscheinlich sowieso nicht. Naja, reiten kann man sie garantiert nicht, glaube ich. Zumindest nicht. Aber warum auch? Also gut, jetzt Melee-Damage könnte man machen. Ob man sie tamen kann, ist ja auch eine Frage. Ja, das ist natürlich die Frage. Gehe ich mal hier mal mit einem Trike her und versuche hier mal ein bisschen... Versuche hier so vielleicht mal ein bisschen abzufahren. Vielleicht kriege ich da ja auch mal ein bisschen was raus. Das ist schwer zu sagen. Also ich habe bis jetzt hier noch im Sumpf jetzt noch keine spezielle Pflanze... Keine Pflanze gesehen, die jetzt speziell aussieht oder so, dass man sagen kann, okay, die Pflanze könnte tatsächlich diese Samen beherbergen. Nee, was ist denn dieses... Auch nicht wirklich. Deswegen finde ich die Frösche so genial. Kann man eben wegspringen, also wenn man wirklich in Bedrängnis ist, dann kann man mal eben weghüpfen. Das finde ich schon sehr genial. Aber ich habe jetzt hier keine Pflanzen gesehen, wo ich sagen würde, Mensch, die ist aber sehr auffällig. Oder, oh, guck mal, hier ist ein Oviraptor. Muss hier jemand in der Nähe? Nee. Kann man natürlich hier auch mal... Hier kann man gar nicht abfarmen. Ja, merkwürdig. Frage, Frage, Frage. Das sieht ja nicht so gut aus. Removed one. Ist okay. Das ist Froschfleisch. Ja, sonst sehe ich hier keine Pflanzen, die mich jetzt irgendwo besonders, die besonders auffällig sind. Hm. Merkwürdig. Hallo. Tschüssings. Ich glaube, hier in die Richtung war das richtig, ne? Und hier war das andere Haus, also müssten wir so etwa in die Richtung. Ach, das war das Große, alles klar, dann sind wir schon auf der richtigen Ecke. Können wir ja mal hier... Okay. Mal hier runterhüpfen. Ah, das ist ja echt merkwürdig. Ich bin am überlegen, ob ich mit... Oh, lecker. Ob ich mit einem Trike da nochmal runtermarschiere. Könnte man mal machen. Denn da habe ich vielleicht die Chance... Vielleicht bekomme ich da auch Saaten raus. Müssen wir mal ausprobieren. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich mit dem Trike auch Saaten sammle. Oder nur Pflanzen, beziehungsweise nur die Beeren. Das weiß ich nicht. Ja, dann kann man hier immer noch mal die Augen aufhalten und mal gucken, ob man hier noch mal irgendwo ein Prokoptodon findet, aber... Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch genau auf der Seite bin ich ja. Genau hier unten sollte es eigentlich auch einige Prokoptodons geben. Vielleicht mal unten am Wasser gucken nachher.
einfach mal geduldig gucken. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal mit dem Trike mal runter zum Sumpf und dann mal ausprobieren, was wir dort sammeln können. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück. So, Chips. Trike. So, ich wollte, ja, das wollte ich auch, aber ich wollte vor allem erstmal gucken, was du eigentlich noch so im Inventar hast. Wie schaut es denn bei dir aus? 260 hast du. 260 voll Majos. Saaten hast du auch dabei. Hier hast du auch Saaten. Hier genauso hier auch. Also haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen. Wenn wir Saaten finden können mit dem Trike, dann können wir die auch aufsammeln. Das ist schon mal fein. So, gucken wir mal. Wie sind wir auch schon? Na, wir müssen auch ein bisschen was fordern. Sollten wir mal ein paar Beeren zu uns nehmen. So. Und dann usen wir mal. Oh, haben sie das Geräusch rausgenommen oder ist es ein Bug? Na gut, dafür haben wir jetzt noch das Geklicker von der Maus. Von daher ist es köpfige Sprung. Aber das sollte schon so passen. Ja, gehen wir mal gucken. Ich kann eigentlich auch ein paar Beeren, weißt du was, ich kann auch die ganzen Beeren droppen. Das ist, können wir auch machen, weil ist zwar schade drum ums Essen, klar, aber man darf ja auch nicht vergessen, wir werden gleich noch irre viele sammeln. Also ob ich die jetzt nun droppe oder nicht, ist eigentlich ziemlich Wumpe. Bis auf die Major Berries, die können wir nochmal behalten, falls wir doch nochmal spontan ein paar brauchen zum Tame oder so. Aber die ganzen anderen Beeren, die können wir mal wegschmeißen hier. Genauso auch die Tinto Berry Seeds, die brauchen wir momentan auch nicht. Farben wollen wir auch nicht herstellen, von daher passt das schon. So. Da schmeißen wir es alle weg, wenn wir schon mal dabei sind. Die Saaten, also die Citronal Seeds, die behalte ich nochmal. Genauso auch wie die Narcoberry Seeds, die behalten wir auch nochmal. Was haben wir hier? Rockerot, behalten wir auch nochmal. Und das haben wir Longgrass Seed. Die Saaten behalten wir erstmal, würde ich sagen. Wir haben eine ganze Ecke weggeschmissen. Aber wir werden ja auch gleich noch ordentlich looten. Ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich jetzt vielleicht mit einem Trike tatsächlich hier jetzt ein paar von diesen Saaten finden. Das bin ich echt gespannt. Na. Was für ein Level hattest du eigentlich? Du hattest den Level 125 Brundildo. Sehr gut. Das ist schon nett. Wir gehen mal ein bisschen rein. Also hier nicht gleich am Rand farmen, sondern ich werde erstmal ein bisschen weiter hinten gucken. Vielleicht auch mal direkt hier vorne, wo das Schilf ist. Vielleicht da auch mal schauen. Ajo, Python. Du möchtest auf die Schnauze haben, das sehe ich schon. Dann sollst du auch kriegen. Ja, das finde ich natürlich immer geil beim Trigen. Du kannst die Tiere schön nach hinten schleudern. Veränderst damit, dass sie dich konkret angreifen können. Das ist schon eine feine Sache. Die kommen nicht an dich ran, du verhaust die. Allerdings ist da hinten jetzt wieder ein Alligator. Wieder so viele Alligatoren hier auf der Ecke. Oh, 125er Boa, okay. Da würde ich doch mal sagen, holen wir uns doch mal das Fleisch. Und Heide brauchen wir ja auch noch eine ganze Ecke. Immerhin braucht ja nachher der Sattel für den Prokoptodon ja auch schon mal 500 Felle. Also das ist schon... wir können ja gleich hier mal gucken, ob wir hier was rauskriegen. Rare Flowers, ja gut. Rare Flowers sind Rare Flowers, aber wir brauchen keine Rare Flowers, sondern wir brauchen... Muss man eben gucken, nicht, dass der Alligator hier irgendwo durch die Gegend rennt. Wir brauchen ja... Wir brauchen die Saaten. Ich sehe nichts. Der Alligator ist dahinter. Was
Das war wohl nichts, ne? Mit Spucken. Oh, oh. Da muss ich ein bisschen gucken. Hier ist mal eine bessere Position hier bringen, wegen der scheiß Titanenbohr. Ja, so will ich das haben. Beide von vorne. So habe ich das gerne. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Auch wieder diese komischen Dingenskirchen hier, diese Libellen. So, den... Schmatzend. Schön Fleisch. Aufleveln tun wir die auch gleich schon mal. Machen wir wieder auf Gewicht. Was haben wir denn gesammelt? Ja, wir haben Rare Flowers gesammelt. Das bringt mir aber jetzt alles nichts. Kann ich mit denen irgendwas herstellen oder so? Wahrscheinlich auch nicht mal. Oder naja, garantiert werde ich mit denen irgendwas herstellen können, aber... Wahrscheinlich nichts, was ich jetzt brauchen kann. Was mir so ein bisschen auch zu denken gibt, ist ja die Tatsache, dass ich erst ein so ein Saat gefunden habe. Also habe ich so ein bisschen Angst, dass ich da vielleicht alle 50 Pflanzen oder so mal was finde. Oder und wenn ich dann vielleicht so 10 Stück von diesen Pflanzen brauche, dann ist Essig. Kann natürlich auch sein, dass ich diese Rare Flowers zum Füttern nutzen kann. Das müssen wir mal gucken. Aber ich befürchte mal, dass wir da nicht weiterkommen werden. Ich werde mal vorne wieder zum Schilf marschieren. Mal gucken, ob wir da noch was sammeln können. Auf der Suche nach den geheimnisvollen Pflanzen hier. Oder Pflanzensaaten. Und da ist noch eine Boa, die können wir uns auch noch gleich nochmal drücken. Komm her, aber die scheinen nicht so wirklich einen hohen Level zu haben. Ne, Level 8. Das hat man schon gesehen, wie viel Schaden die nimmt. Aber sie greifen immer trotzdem mit. Schön Prime Meat noch mitnehmen. So. Dann gehen wir mal hier vorne gucken. Ach, guck mal, ein Plant Species. Siehst du das? Habt ihr gesehen? Und sag bloß, entweder war das jetzt Zufall. Nee, guck mal. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Dann ist es tatsächlich das Schilf hier. Wir müssen also tatsächlich hier beim Schilf gucken. Da habe ich gleich schon hier vorne schon... Zwar jetzt nicht übermäßig viel, aber... gleich 2, 3 Stück hatte ich gefunden. Jetzt ist mein Glück wahrscheinlich gerade wieder weg. Da kommen wieder diese Rare Flowers. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein hier. Nicht, dass mir gleich von hinten irgendwas in den Rücken fällt von den Viechern. Gut, also dann müsste man tatsächlich mal gucken, ob man direkt am Wasser, also hier direkt bei diesen Schilfdingern, diese Saaten findet. Gleich mal gucken, wie viel wir überhaupt gefunden haben. Das waren, glaube ich, 2 oder 3. Weil ich war schon kurz davor, die einzusammeln, beziehungsweise schon anzupflanzen. Man kann die anpflanzen und dann sprühen die ja oder sonnen die ja solche Sporen ab, also wenn die erstmal gewachsen sind. Und betäuben dann andere Tiere. Das ist schon recht cool. Schauen wir mal. 4-mal. Du siehst mal, 4-mal Plant Species X-Seed. Das ist schon gar nicht verkehrt. Also ich würde mal sagen, dass wir hier mal die ganze Küste eben abgerasen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht nochmal so 2, 3 Saaten rauskriegen. Vielleicht reicht das schon zum Tamen. Gerade wenn man vielleicht ein Känguru hat, was noch nicht so einen hohen Level hat. Die Darnbohr. Du kriegst, komm, du kriegst. Mal machen. Oh! Ah, da hast du. Kommt hier an die Seite. Kommt da was? Nee.
Fleisch. Gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Fleisch braten. Dann können wir, haben wir dann wieder was für unseren Beef Jerky Schrank da. Ja. Also was, entweder war es tatsächlich nur Zufall, dass wir jetzt diese vier Saaten gefunden haben. Oder wir haben tatsächlich die Pflanzen gefunden, die ein bisschen mehr von diesen Saaten geben. Ich denke mal trotzdem, dass diese Plant X Fibers oder Saaten, dass die tatsächlich seltener sind. Das denke ich schon. Aber ich glaube, wir haben hier so eine kleine Anlaufstelle gefunden. Leckt auch mal ein bisschen. Ja, richtig viel kriegt man jetzt hier auch nicht raus, aber vor allem diese Rare Flowers, da muss ich nochmal nachschauen, ob man diese Rare Flowers, so rare sind die nämlich gar nicht, wenn man hier sieht, man kriegt die ja schon fast bei jedem Zustoßen hier kriegt man schon 2, 3, 4, 5 solche Flowers, da werden die ja irgendwo auch einen Sinn haben, vielleicht kann man damit tatsächlich auch noch ein Procoptodon vielleicht auch noch mit Tame oder so. Ah, guck mal hier. Two Plant Species X Seed. Gut. Also ich würde mal sagen, ich würde mich jetzt mal festlegen. Und sagen, dass man tatsächlich bei diesem Schilf, was man hier so hat, hauptsächlich diese Saaten kriegen kann. Direkt am Wasser. Und leckt aber gerade ordentlich. Achso, weil ich... Oh, ich bin ja schon encumbered. Ich wundere mich schon. Gut, encumbered. 86 Rare Flowers. Narcos nehmen wir natürlich mit. Die droppen wir. Drop. 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 Ja, gut. Ich würde mal sagen, erstmal die roten Sachen droppen. Oh. Nein. Immer noch in Kammern, ne? So ein bisschen. Und da haben wir wieder Plant Species gefunden. Habt ihr gesehen? Also, wie gesagt, hier direkt im Sumpf und dann bei diesen Pflanzen, bei diesem Schilf. Wenn ihr euch da so ein bisschen dran haltet, dann bekommt ihr dann anscheinend diese Saaten satt und schmatzend. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch das sowieso schon entweder in den Kommentaren geschrieben haben oder es sowieso schon wussten. Aber wie ich ja schon sagte, ich habe leider nicht die Zeit, mich so sehr mit Ark zu beschäftigen. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich würde mich viel lieber und wirklich gerne viel mit Ark beschäftigen, aber dann dürfte man wirklich nur Ark spielen. Das ist... Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Oh. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Gut, ich werde mich erstmal entkammern. Die können wir wegschmeißen. Die weißen können wir wegschmeißen. Die roten können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Rot weg. Rot weg. Schön, dass wir jetzt so viele Narco-Berries noch haben, weil wir haben ja auch noch irre viel an Schweinefleisch, sag ich schon, an Schimmelfleisch. Ah, was wir dann auch noch mit verbraten können. So, rot kann weg. Weiß kann weg. Rot kann weg. Rot weg. Ich glaube, wir werden uns erstmal auf dem Heimweg machen. Dann kann ich nämlich auch erstmal entmüllen. Weiß kann weg. Thatch nehmen wir auch erstmal mit. Die Saaten schmeiße ich auch erstmal weg. Bis auf Saverot und sowas. Da ist nochmal weiß. Saverot Seed, ja, die lassen wir auch. Von denen haben wir jetzt 11. Super, und von denen haben wir 95. Ich weiß noch nicht, was man mit denen herstellen kann. Ob man mit denen was herstellen kann, aber da sie ja implementiert sind, gehe ich mal davon aus, dass man damit auch was herstellen kann. Vielleicht nachher irgendwelche Stimulanzien. Ich werde verfolgt. Da kommen wir vielleicht gerade weg. Werden wir noch verfolgt? Jo.
Ein Hochgeschwindigkeitsduell hier. Hochgeschwindigkeitsrennen. Da müssen wir gleich nur aufpassen. Wir haben gleich keine Stamina mehr. Mal hier. Ich sehe nichts. So, hier, das Schwein, das kannst du dir jagen. Oh, siehst du. Mal gucken, ob er den angreift. Jo. Hat geklappt. Ist zwar gemein, aber was soll's. Was für ein Level ist, sonst kann ich den auch umlegen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. In meinem Tier zumindest nicht. Normalerweise haben die nicht so einen hohen Level. Tötet er den noch, oder? Oh, ich habe ihn sogar befreit. Jetzt ist er angepisst. Achso, der ist auch noch in meine Richtung unterwegs. Dann machen wir den nochmal kurz platt. Ich werde mal einmal wenden, dass wir hier so ein bisschen eine bessere Angriffsposition haben. Und dann passt das schon. So, da ist der. So, hast du nun davon, Sarko? Auch dich werden wir mal looten. Achso, looten. Richtig, könnte man eigentlich mal gucken. Was hast du dabei? Nö. Ich vergesse mich immer reinzugucken in die Tiere. So, ein Frosch und noch zwei Titanbrust. Komm, die Titanbrust, die können wir uns nochmal drücken. Zum Ende der Folge. Ja, also ihr seht ja, also direkt beim Sumpf und dann Schilf abernten. Wenn ihr das macht, dann bekommt ihr zumindest teilweise diese Saaten raus. Wie gesagt, viele von euch wissen das anscheinend sicherlich schon, aber ich habe eben nicht die Möglichkeit, so viel Ark zu spielen. Man hat ja auch noch andere Projekte und man will dann ja auch noch ein bisschen die Freizeit nutzen. Ist immer alles ein bisschen schwierig. Aber für die Leute, die vielleicht schon mal Let's Play gemacht haben oder machen möchten oder... Die werden das sicherlich nachvollziehen können. So. Ja, das ist meins. Mein Floyd. Drecksaasfresser. Mein Fleisch. Gibt doch nicht. Nee, und wie gesagt, da ist die Zeit natürlich immer ein bisschen... Da ist die Zeit immer recht eng begrenzt und deswegen kann ich mich leider nicht so um Ark kümmern, wie ich es gerne würde. Ark ist dann ja auch so ein Spiel, wo du eigentlich problemlos, ja, ich würde mal sagen, schon fast täglich Folgen machen könntest. So viel, wie es hier zu tun gibt. Aber ihr seht ja, es dauert allein schon 2 Folgen, bis ich rausgefunden habe, welche Pflanzen tatsächlich diese Saaten abwerfen. Und, naja. Und dann kommt noch das ganze Farm dazu. Gut, das muss man nicht in den Folgen machen, aber das muss ja vorbereitet werden. Das ist ja auch noch wieder so das Problem. Eigentlich muss ich hier wesentlich mehr vorbereiten. Und das kann ich natürlich oder würde ich gerne eher offline machen. Das nimmt aber ja auch wieder viel Zeit in Anspruch. Und diese Zeit habe ich aber auch wiederum nicht. Also von daher ist das immer alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ansonsten müsste ich tatsächlich überlegen, vielleicht bei Ark wieder mal eine Pause einzulegen. Aber es macht ja auch Laune, das Spiel. So ist es ja nicht. So, Access Inventory. Wir brauchen, dann nehmen wir die mal mit. Nicht, dass wir gleich wieder encumbered sind, weil wir hier so viele Bären dabei haben. Oh, da haben wir aber gut Narkos eingesammelt, meine Güte, du. Da siehst du, encumbered, das dachte ich mir nämlich schon. Schmeiße ich erstmal ein bisschen Fleisch in den Trog. Guck mal, die ganzen Eier sind hier noch drin. Du, dann machen wir die Major Berries, die knacken wir mal rein. Das Fleisch nehmen wir erstmal auf. Dann das Schimmelfleisch nehmen wir auch mal auf. Dann schmeißen wir das ganze leckere Fleisch für meine Tiere erstmal rein. So. Sehr gut. Prime Meat. Ja, gut. Könnte man machen. Ich habe jetzt, glaube ich, sowieso nicht so viel Prime Meat. Müssen wir mal schauen. Ja,
Na gut, 4-5 Mal habe ich jetzt auch noch gut. Was heißt 4-5 Mal? Guck mal, ich habe schon ordentlich Prime Meat. Dann wäre es vielleicht sogar schon zu überlegen, ob man sich dann vielleicht nicht einen großen Fleischfresser mal von organisiert. Was haben wir noch an Bären? Oh, an Bären haben wir gar nichts mehr drin. Ach du Scheiße, dann müssen wir gleich mal sehen. So, erstmal ordentlich Fleisch rein. Das wird sowieso alles verschimmeln, aber auch Schimmelfleisch wird gebraucht. Von daher passt das. 20 und nochmal 10 rein. So, dann haben wir hier noch 11 Plätze für Bären. Das sollte auch erstmal reichen. Auch hier die Bären entfernen wir erstmal, damit wir es stapeln können. Na. So, einmal stapeln, zweimal stapeln. Majors rein. Die rein und die rein. Und dann können wir... Ach, guck mal, wir haben ja noch die anderen. Die schmeißen wir auch nochmal kaum mit rein. Okay. Dann machen wir erstmal Narcotics. Tonnenweise. Na gut, tonnenweise. Hm. Siehste. 100. 100. 100. 100. Und nochmal 23. So, das war's, ne? Jupp. Den machen wir mal uns ein paar Drogen. 84 mal Narcotics. Sehr gut. Ja, wir sind auch schon wieder über die Zeit. Und das Fleisch kann ich da auch mal reinschmeißen. Das verschimmelt jetzt natürlich alles. Das wäre natürlich auch nochmal ein Anlass, vielleicht in einer der nächsten Folgen einen Generator zu bauen und einen Kühlschrank zu bauen. Das wäre vielleicht auch mal eine ganz feine Sache. Aber das schaffen wir natürlich nicht mehr in dieser Folge. Ich kann nur wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Teilt das Video auf den Social Networks, wie ihr auch immer Lust habt. Und dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Folge Ark Survival Evolved wieder, wenn ich ja irgendwas anderes mache. Mal schauen, was mich denn so treibt. Wir haben ja jetzt ja diese Saaten. Insofern werden wir, glaube ich, dann wieder in der nächsten Folge gucken, ob wir so einen Procoptodon finden. Schauen wir mal. Insofern, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann, ja, bis demnächst und tschüss.